Jo, hallo Leute, Skynet hier. Bin zurück mit einem weiteren Ladder-Game von mir. Ja, ich habe vergessen, auf den Spielsuchen-Button zu drücken. Und ja, wir warten einfach mal, was wir als Gegner bekommen. Ich hoffe ja mal wieder in den Terran, ne, dass wir ein schönes TVT an Start bekommen. Ansonsten, ja, hoffentlich kein Protoss. Denn keine Lust, 20, 30 Mal besser zu spielen als mein Gegner, um das Spiel zu gewinnen. Ansonsten, ja. Alles ganz locker, mal ein paar Games machen am Tag, nichts Besonderes. Einfach nur ein bisschen das Level halten, nicht großartig besser werden, nicht großartig schlechter werden. Hauptsache nicht komplett, ja, aus dem Game rauskommen. So, wir haben den Zerg auf King Sejong Station. Eine relativ coole Map, finde ich eigentlich. Und ja, wenn wir mal abwarten, was uns erwartet. Bestimmt wieder Masked Swarmhouse, so wie jedes Game, weil Zergs einfach zu faul sind, Viper zu bauen und die zu micron. Deshalb Masked Swarmhouse und Rechtsklick. So ist das. Ich werde natürlich wieder mal die Standard-WO spielen. Ja, aktuell Expansion in Tumin Drop, eventuell Blue Flames als Opening, je nachdem, was ich scoute, was der Zerg macht, ob er ein frühes Gas hat oder nicht. Wenn er kein frühes Gas hat, kann man durchaus so einen Blue Flame Donk von Two Base spielen. Wenn man allerdings damit kein Damage macht, ja, kann man an bestimmten Transitions einfach sterben, deshalb. Bevorzuge ich lieber mein normales Opening, mit dem ich schon relativ gut fahre, seit einem Jahr unverändert. Eventuell sind wir Battlecruiser, die kommt auch drauf an, die auf die Stärke unseres Gegners. Wenn er nicht so klug ist, sage ich jetzt mal. Können wir Battlecruiser versuchen, aber ansonsten eher nicht. Und das ja, hängt von unserem Gegner ab. Wir gehen auf jeden Fall nicht in die Gedanken rein, in das Spiel Battlecruiser zu bauen, da das meistens schief geht. Bin ein bisschen verschnupft immer noch. Sollte aber die nächsten Tage besser werden, hoffe ich. So, Gas. So, wir faken an, dass wir eine Expansion nehmen. Und dann denkt der Zerg eventuell, wir spielen eine Reaper-Expansion. Und ja, wenn wir dann Glück haben, können wir den Overlord abfangen. Ist auf der Map aber schwer, da hier eine gute Posi für den ist, wo wir den nicht erreichen können. Okay, hat noch kein Gas. Nein, vertrauen wir lieber auf die Standard-Build-Order. So, wo ist dein Overlord? Da werden wahrscheinlich Linge drin sein, deswegen hauen wir jetzt mal ab. Hier wird sich geschnappt. Ja,
Oh, was ist das denn? Ja, unser Depot-Karten sind nicht so tragisch jetzt. Gibt Schlimmeres. So, ihr habt es gesehen, ich denke, er hat jetzt gewollt. Oder hat tausende Queens gebaut. Das noch im grünen Bereich. Oh, da habe ich aufgepasst. Das war sehr fail. Ja, das sind so Sachen, was Zerg macht, was eigentlich, keine Ahnung, sehr untypisch ist. Also eigentlich ist das eher schlecht, irgendwie Linge auf der Map zu verstecken und die dann reinrennen zu lassen. Denn hätte das nicht funktioniert, wäre einfach ziemlich am Arsch gewesen. Man sollte SC2 nicht auf Glück basierend spielen. Das ist so eine Art Zerg, der wahrscheinlich hundertprozentig von auf Mutas geht. Deswegen bringen wir gleich schon mal unsere ersten Toren starten, auf jeden Fall ein paar Türme. Und Vikings. Oh, da bin ich zu zäh gecancelt. Ups. Sehr sloppy das Game rum. Power.
Ja, das ist klar bei solchen Leuten. Hier kommt noch ein Tor, dann haben wir die magische Zahl. Aber auf keinen Fall mehr, denn er sagt jetzt, oh, er denkt, ich brauche so viele Mutter, sonst bin ich dann in das Wormhaus. Das ist ein typischer Zerg. Ich habe hier einen Sensorturm, Junge. Wirklich. So, drei Tore, ab jetzt nur noch Tanks durchdrücken. Ja, das war so klar. Typisches Zerg-Game. Am Anfang ein bisschen gefailt, aber ich denke, wir werden gut reinkommen jetzt. So, gleich Raven-Funktion anfangen. Wow, er hat in das Wormhaus den Rally-Point verändert. Sick, sehr sick. Das wird ein langes Game. Wir brauchen auf jeden Fall noch High-Side Auto-Tracking. Und müssen auf jeden Fall hier die Turret Wall verstärken. Das würde ich gegen irgendwelche Muta-Runways sterben, die nämlich einmal reinkommen. Ganz schlimm für uns ausgehen. Ja.
Das wird ein sehr langes Game. Das wird ein langes Game. Hier durch. Das ist nicht so gut. Alles klar. Da, hier geht's weiter.
Oh, ich hab ganz vergessen, dass ich aufnehme. Was macht er denn jetzt hier? Ich glaube, wir müssen mal die ganze Swarmhaus töten. Ich hasse diese Games, aber wir müssen diese Base da töten. Am besten bauen wir dann ein paar Benchies. Was ist seine Army? Swarmhaus? Oh, wir haben jetzt sogar einen Fusion Core am Start. Swarmhaus. Okay, jetzt haben wir hier ein paar Banshees. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Base da irgendwie töten. Ravens, oh wow. Ja, diese. Oh, die Ultras. Was haben wir verloren? Gar nichts. Okay, bis sonst. Battle User gar nicht mal so schlecht. Okay, nächste Basis. Ist das leer oder was? Oder ist noch Gas? Oh, wir haben keine Geld mehr. Wenn du schon wieder getötet, ja, das war okay. Okay. Nerviger Style. Wow, dein ganzes Gas hier ist leer. Das ist ziemlich cool.
Okay, ich habe noch eine Base ready. Hier irgendwo rumfliegen. Eigentlich. Ich weiß noch nicht wo. Ach, da ist sie. So, die platzen hier hin. Wo ist seine Army? Warum zum Teufel baut der Ultras und der Mutas und ich hab doch schon Mars Thoras. Was ist der Sinn? Was ist der Sinn? Ich muss einfach nur Thoras dagegen bauen. Kommt schon wieder. Also wenn er jetzt weiter Mutas baut, dann bin ich sprachlos. What the fuck? Okay, wir machen mal fortfahren. Sehen wir, was aus den Eiern poppt? Sehen wir das, was da jetzt noch gebaut wird? Ja, oder? Meine Dinger bauen ja auch weiter. Ja. Ich hab mehr Mutas gebaut. Okay. Okay. Eine ganz kurze Sache. Seine Taktik war Swarmhouse, okay, alles klar, wie immer. Dann Ultras. Und nachdem ich die Ultras gesehen habe und Thoras gebaut habe, verliert er alle Ultras und switcht auf Mars Mutas. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, denn er hat ja mich schon dazu geforst, Mars Thoras zu bauen, durch die Ultras. Und dann switcht ich auf Mars Mutas, obwohl ich schon längst den Hardcounter dagegen habe. Und dann schreibt er Learn to Play. Also, ja, da stimmt irgendwas nicht. Checken wir mal seinen Rang, weil Platz 19, naja, nicht so smart, ne? Gut, Leute, bisschen sloppy am Anfang von mir, aber... Denk, war ganz okay dafür, dass ich momentan so nur ein Game am Tag mache. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.